Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, gerade vom Walde Alternative Nachrichten. Heute befassen wir uns mit der ökologisch-demokratischen Partei. Diese Partei trat unter anderem mit dem Slogan an: Ehrliche Politik ist wählbar. Aber wie ehrlich ist die ökologisch-demokratische Partei, wenn es ans Eingemachte geht? Sie will ja in Baden-Württemberg im kommenden Jahr bis zur Landtagswahl ihre Unterschriften sammeln für die Wahlzulassung und ist da gefragt. Das dümmste Großprojekt Deutschlands ist hinter mir, Stuttgart 21. Aber wie sieht es aus? Ich habe hier die Seite Verfassungsbeschwerde.eu vor mir aufgeschlagen und da lese ich: Es ist die größte Verfassungsbeschwerde der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Denn es haben sich 37.000 Leute einer Verfassungsbeschwerde zu Euro-Rettungsschirm und Fiskalpaktvertrag beteiligt. Zu, nicht gegen. Das sind ganz große Feinheiten. Ja, diese Verfassungsbeschwerde wird von verschiedenen Gruppen unterstützt und da haben wir neben dem Verein Mehr Demokratie, ich muss hier mal ein bisschen die Hebel schalten, den Bund der Steuerzahler, dann die Piratenpartei, die Freien Wähler, die ökologisch-demokratische Partei und jetzt noch neben einigen weiteren Organisationen ist ja auch noch zu finden Christian Felber, Vertreter der Gemeinwohlökonomie. Als ich ihn am Kirchentag auf die Klage ansprach, da ist er richtig geflohen. Ich weiß nicht warum, hat sich das Gespräch verweigert. Und dann ist hier Professor Dr. Bernd Lucke. Als ich ihm zu der Klage eine Frage bei Abgeordnetenwatch stellen wollte, hat die Seite Abgeordnetenwatch gesagt, wir vermissen bei Ihnen die Frageabsicht, obwohl ich wirklich einen Text mit sehr vielen Fragen formuliert hatte, mit extra dicken Fragezeichen dran. Aber keine Frageabsicht, das war ja. Und natürlich finden wir hier drunter eine Person, die jetzt in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist, Sebastian Frankenberger, damals noch ÖDP und sogar Bundesvorsitzender und Mitglied im klagenden Verein Mehr Demokratie. Nun, was hat das mit der Ehrlichkeit der ÖDP zu tun? Als die Klage beworben wurde, habe ich die auch mit unterstützt. Ich fand den Text nicht optimal, aber ich sagte, es wird schon was dagegen sein. Man hat ein gewisses Vertrauen zum Verein Mehr Demokratie. Als aber die Klage herauskam und ich anfing zu lesen und ich mir dachte, lese die Klage mal von hinten, weil die Gemeinheiten, die sind meistens hinten versteckt. Da, wo die anderen Leute nicht mehr hinkommen zu lesen, nachdem sie versucht haben, sich von vorne durch über 100 Seiten Text durchzufressen. Und da stand unter Rechtsfolgen, dass der einzige Weg, den ESM und dem Fiskalpakt demokratische Legitimation zu verschaffen, ist, wenn über eine neu gefasste Verfassung abgestimmt wird. Und diesen Weg, der sollte eingeklagt werden. Diese ganze Klage enthielt viele Wahrheiten, viele wahre Beschreibungen über die Euro-Rettungspolitik, über den Fiskalpakt. Aber nichts davon wurde juristisch angegriffen, was sie kritisierten. In Briefen wurde Demokratieabbau und so weiter alles ordentlich beschrieben, aber dann kam der Hammersatz. Nachdem ich das erst nur in der Klage gelesen hatte und nie in den Werbetexten von Mehr Demokratie, in der ÖDP-Zeitung, waren zwei volle Seiten als Werbetext für diese Klage und da äußerte sich Roman Huber, Vereinsfunktionär, wir wollen über diesen ESM abstimmen. Erst im September 2012 bekam ich dann einen Brief von der ÖDP zugeschickt zur Spendensammlung und da stand drin, wir fordern eine Volksabstimmung nicht über die Verträge, sondern über eine neu gefasste Verfassung. Denn die politischen Folgen, die seien so weitreichend, dass es dazu einer neuen Verfassung bedarf. Das haut dem Fass den Boden aus. Nicht die Verträge müssen zur Verfassung passen, sondern die Verfassung muss zum Vertrag passen. Und wenn der Vertrag nicht zur Verfassung passt, dann muss die Verfassung auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen werden. Nichts anderes fordert Mehr Demokratie
als den einzig halbwegs legalen Weg einzuschlagen, unser Grundgesetz aufzugeben. Nun, was der Verein macht, ist seine Sache. Aber wie kann das die ÖDP unterstützen, die im Grundgesetzprogramm sagt, man kann die freiheitliche Grundordnung, die uns das Grundgesetz gibt, nicht hoch genug wertschätzen. Und das neue Grundsatzprogramm, das bekennt sich ganz klar zum Grundgesetz und sagt, wir stellen uns allen Kräften in den Weg, die die Ordnung des Grundgesetzes auch nur gefährden. Ja, was ist dann mit dem Satz, wir fordern eine Volksabstimmung in Zusammenhang mit ESM und Fiskalpakt, nicht über die Verträge. Die politischen Folgen sind so weitreichend, dass es einer Volksabstimmung über eine neu gefasste Verfassung bedarf. Warum? Unsere Verfassung ist doch so großartig. Passen die Verträge nicht zur Ordnung der Verfassung? Und wenn das so ist, muss sich die ÖDP dann nicht den Verträgen in den Weg stellen und vor allem auch der Aktion, die unser Grundgesetz zugunsten dieser Verträge abschaffen will? Ich habe das moniert, immer wieder angeschrieben und ich bin gegen Wände gelaufen. Dann bin ich gerügt worden, statt dass ich Argumente bekam. Und ich bin weiter gegen Wände gelaufen. Und schließlich bin ich am 30. Juni 2014 aus der ÖDP endgültig ausgeschlossen worden. Am Todestag von Fritz Gerlich, dem großen Widerstandskämpfer gegen die Nazi-Herrschaft, schon von 1930 an bis 1933 aktiv, dann inhaftiert und 1934 in Dachau ermordet. An dessen 80. Todestag, da wurde ich als Kämpfer für die Verfassung aus der ÖDP ausgeschlossen. Unser Grundsatzprogramm hat aber noch mehr Versprechen. Nicht nur, dass wir die Ordnung des Grundgesetzes verteidigen, schon gegen Infragestellung, sondern da steht eine goldene Regel, dass alles, was ÖDP-Politiker tun, in Einklang stehen muss mit den guten Zukunftschancen für die künftigen Generationen. Es darf diesen nicht schaden. Und alle Politik, die die ÖDP betreibt, auch außerhalb des Grundsatzprogramms, soll an dieser goldenen Regel gemessen werden. Und es wird ein Versprechen gegeben, dass das auch alles überprüft wird. Jetzt sage ich, die Gefährdung des Grundgesetzes passt nicht zur goldenen Regel. Bitte überprüf mal, was dort der Bundesvorstand beschlossen hat. Aber es ist Desinteresse. Die ganze ÖDP interessiert es nicht. Und dabei wäre es so wichtig, denn der Verein Mehr Demokratie ist missbraucht worden. Ein Herr Degenhardt und die Frau Hertha Däubler-Gmelin haben die Verfassungsbeschwerde formuliert. Aber nicht im luftleeren Raum. Denn das, was sie als Klage formulierten, hat circa ein halbes bis dreiviertel Jahr vorher der Verfassungsrichter Peter Michael Huber in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung geäußert, dass man eben die Verfassung, die Ewigkeitsklausel ändern müsse, um es mit dem ESM und Fiskalvertrag in Übereinklang zu bringen. Und das käme einer Revolution gleich, hat er gesagt. Leider sind die Sätze nicht in dem Internetauszug der Süddeutschen Zeitung zu lesen, aber sie ist vom Bekannten von Metin Reusings gut dokumentiert. Dieser feine Herr Huber saß im Beirat von Mehr Demokratie, wo er erst als kurz vor Einreichung der Klage ausgetreten ist. Und dann die Frau Hertha Däubler-Gmelin. Ja, ich bin jetzt, weiß nicht, was die Bilderberger sind, aber ist es ein Wunder, dass sie einige Jahre vorher bei den Bilderbergern war, wo es um Europa ging? Und sie schreibt diese Klage, wo auf Seite 102 gefordert wird, über das Grundgesetz abzustimmen, eine Verfassung dem Vertrag anzupassen, statt den Vertrag den Grundrechtsforderungen der Verfassung? Was kann es denn überhaupt sein, dass es einer Volksabstimmung bedarf? Unser Grundgesetz wird nämlich laut derzeitigen Gesetzgebung nur vom Bundestag geändert und eventuell bei Ländersachen auch vom Bundesrat. Und es braucht dazu eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, wenn da eine Volksabstimmung gefordert wird in dieser Klage, dann wollen die etwas ändern, was der Bundestag nicht ändern darf, weil es innerhalb des Grundgesetzes nicht geändert werden darf. Und das sind der Artikel 1 und Artikel 20 des Grundgesetzes, die von der Ewigkeitsklausel geschützt sind.
Das sind einmal Artikel 1 die Menschenrechte und Artikel 20 die Staatsform, ein demokratischer sozialer Rechtsstaat, wo alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht, in Wahlen und Abstimmungen. Könnte es sein, dass beim ESM und Fiskalpakt Staatsgewalt beschlossen wird, die keiner demokratischen Kontrolle mehr unterliegt, nicht durch Wahlen beeinflusst wird und so nicht vom Volke ausgeht, dass diese Staatsgewalt nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes steht? Und deswegen musste eine Volksabstimmung gefordert werden über eine neue Verfassung. Diese Klage von mehr Demokratie war nicht erfolglos. Plötzlich redeten Politiker, von denen man es nie erwartet hatte, von der Einführung von Volksentscheiden, zumindest für diese Sache. Wenn die Richter so scharf urteilen, so sinngemäß Schäuble, dann könnten wir eine Volksabstimmung viel eher haben, als ich es mir bisher gedacht habe. Per Steinbrück, der auch bei Bilderberg war, der sagte, ja, wenn wir ein Bündnis machen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Medien und Politik, dann wird es uns gelingen, das, was er für Europa hält, als die bessere Alternative den Menschen zu vermitteln. So viel zu unabhängigen Medien und zu der Verflechtung von Politik und Wirtschaft. Also mit dieser Aussage graut es mir. Auch Brüderle äußerte sich in die Richtung. Alle waren plötzlich für Volksentscheide, wenn das Bundesverfassungsgericht hart urteilt. Nun blickt man nicht durch, denn in diesem Verfahren, das über den ESM urteilte, war Peter Michael Huber Verfassungsrichter. Es gab die Klage der Reusings, die wurde zurückgestellt und deswegen waren die Befangenheitsanträge der Reusings gegen den Herrn Huber auch unwirksam. Er hat also die Mehrdemokratie-Klage angeregt inhaltlich in der Süddeutschen Zeitung, hat Vorarbeit geleistet und urteilt über sein eigenes Ziel. Das kann doch nicht sein. Außer bei einem Verfassungsgericht, was politisch belastet ist, weil da ein ehemaliger Ministerpräsident vom Saarland sitzt, ein ehemaliger Justizminister der CDU und auch andere Leute, die ein Mini-Gremium des Bundestages dorthin geschickt hat. Das kann eigentlich parteipolitisch kaum noch unabhängig sein. Das wirft viele Fragen auf. Und die müssten mal endlich aufgegriffen und geklärt werden. Und deswegen wäre es wichtig, wenn die ÖDP jetzt ehrlich sagen würde, unser abgewählter Bundesvorsitzender, der hat uns in die Sache reinmanövriert. Sie passen nicht zu unserem Grundsatzprogramm. Sie passen nicht zur Aussage unseres Europaabgeordneten Dr. Klaus Buchner, der bei Abgeordnetenwatch sagte, er hält den ESM für sittenwidrig und deshalb nicht für demokratisch legitimierbar. Warum steht Herr Dr. Buchner nicht auf und sagt seiner Partei, wir können nicht, wenn wir glaubwürdig sein wollen, eine Verfassungsbeschwerde unterstützen, die das Grundgesetz in Frage stellt? Diese größte Verfassungsgeschichte in der Geschichte der BRD, wie es Mehr Demokratie sagt, ist der größte Betrug, der je vor das Verfassungsgericht getragen wurde. 37.000 Unterstützer wollten über den ESM und Fiskalpakt abstimmen, wie es für oberflächlichen Lesen die meiste Werbung suggerierte. Nur Texte, die wenig verbreitet waren, die man nur mit Recherche finden konnte, sagten die Wahrheit, nicht über die Verträge wird abgestimmt, sondern über eine neue Verfassung, die so auf die Verträge zugeschnitten ist, dass sie denen nichts mehr in den Weg stellt. Und die Frage wäre noch, wenn die Verfassung einmal so neu formuliert ist, worauf wird sie noch zurechtgeschnitten? Was kommen noch für Verträge und Mechanismen, vor denen sie uns auch nicht mehr schützt? Das ist eigentlich ein Albtraum. Und hier müsste die ÖDP wachrütteln und nicht beim Einschläfern der Leute mitmachen. Leider beharrt die ÖDP trotz all dieser Fakten darauf, dass sie das Thema unter den Tisch kehren will und sie verliert damit den Status einer ehrlichen Partei. Denn wer einen Betrug unterstützt, wer als Unterstützer hinter der größten Irreführung der Geschichte der Bundesrepublik steht, der kann nicht beanspruchen, für ehrliche Politik zu stehen, für lobbyfreie Politik. Es ist nicht schlimm, Opfer einer Lobby zu werden. Es wird jedem von uns passieren. Wir werden alle mal manipuliert und verführt. Aber wenn es aufliegt, dann muss man laut rufen, hallo, ich habe mich vertan, ich korrigiere jetzt meinen Weg und nehme davon Abstand. Das hat die ÖDP nicht getan und ihre Glaubwürdigkeit zurzeit verloren. Es sei denn, sie trennt sich endlich von der Klage und wirft die dringende Debatte auf, wie konnte es dazu kommen, dass ein ganzer Verein so verführt wurde?